Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zurück zu Tropico 6, jawohl, mit dem Blick auf die Kapelle hier am Rande der Klippe, am Rande der türkisblauen karibischen See, hier wo unsere kleine Plantagensiedlung entstanden ist, auf diesem Hochland. Ja, und wir haben ein bisschen Probleme mit Wohnraum, das sehen wir ja schon. Aber es sind weitere Gebäude natürlich in Arbeit, ist ganz klar. Ich bin darauf hingewiesen worden, hier können ja bis zu 2, 4, 8 Leute arbeiten auf der Plantage, und so ein Landhaus, das hat nur Platz für 2. Und dann müssen auch noch beide, das sind ja immer quasi Ehepaare, müssten auch noch beide hier arbeiten. Das ist mir überhaupt sowieso noch zu intransparent, beziehungsweise nicht ganz klar, wann und wie Leute entscheiden, umzuziehen oder wohin sie ziehen. Und ja, also wenn das Haus zerstört wird, klar, wenn sie ein bestimmtes Einkommen oder so haben, Wohlstandslevel erreicht haben, dann ziehen sie in bessere Häuser, sofern die verfügbar sind, zum Beispiel dann Villen oder dergleichen. Aber würden jetzt Leute, die hier beim Palast wohnen, im Stadtzentrum zum Beispiel hier hochziehen in ein Landhaus, wenn sie hier arbeiten, weiß ich nicht. Hier wohnt zum Beispiel eine Palastgarde. Na gut, seine Frau arbeitet hier auf der Plantage. Tja. Okay, also, mal schauen. Hier sind auf jeden Fall ja noch Häuser in Bau, Landhaus, Baracke, Baracke. Hier ist noch ein Holzfällerlager, hier ist noch ein Landhaus in Arbeit. Hier drüben haben wir noch ein Landhaus und das Transportbüro für den Bereich hier oben. Das gefällt mir ganz gut soweit. Dann sollten auch hier die Hütten verschwinden, sobald die Sachen fertig sind. Wie sieht es hier in der Mitte aus? Ja, ist okay. Hier wird ja auch noch, werden auch noch Häuser und Baracken gebaut. Hier haben wir das Holzfällerlager. Da ist auch eine Hütte dahinter. Was ist er denn? Holzfäller tatsächlich. Dann sollten wir hier wohl auch noch ein weiteres Landhaus errichten, denke ich. Ja, so dahinter. Das sieht doch ganz, ganz ordentlich aus. Denn hier ist auch noch eine Hütte. Da wohnen tatsächlich 2 Leute drin. Ja, und dann müssen wir uns bald mal Gedanken über den Stadtkern machen. Das kommt aber mit der Zeit, denke ich. Und hier in unserem Hafenareal, da werden wir dann mit Industrie hier weitermachen. Das, denke ich, passt auch ganz gut. Wir können auf jeden Fall mal die Zeit weiterlaufen lassen. Und wir sollen noch eine Handelsroute mit der Krone erledigen, Revolutionäre einsammeln und Beute machen. Beute machen ist, glaube ich, gerade in Arbeit. Retten und dann Schatzjagden. Was sollen wir denn hier machen? Schließen Sie den Überfall Beute ab. Aha, Ressourcen. Ressourcen. Was wollen wir denn da mal holen? Vielleicht Kaffee, Mais und Gold. Dann müssen wir aber die Schatzjagden hier mal beenden. Dann machen wir es so, retten wir hier nochmal Gebildete zweimal. Machen dann Schatzjagden. Ja, mit den Wundern weiß ich auch noch nicht. Das stelle ich, glaube ich, erstmal zurück. Gut, der Frachter schippert hier wieder vorbei. Schade, dass hier kein Kollisionsmodell oder kein Ausweichkurs für solche Gebäude vorhanden ist, offensichtlich. Wäre natürlich schöner, wenn er um diese Piratenbucht herum fahren würde. Aber gut, damit können wir leben. Kokosnuss ist nicht mehr im Trend. Kokosnuss ist nicht mehr im Trend. Der Kurs fällt. Ne, wir sind gerade bei Ananas. Warte mal, wo haben wir denn die Kokosnuss? Hier. Aha, er wird jetzt also wahrscheinlich dann wieder runtergehen. Ja, interessant. Und Handelsrouten haben wir Gold am Laufen. Haben wir schon 1000 von 3000 exportiert. Milch haben wir noch überhaupt nicht. Ja, das war ein Fehler meinerseits, ne, dass ich angenommen hatte, dass die Kühe auch Milch geben würden. Was sie aber gar nicht tun, leider. Dann sollten wir doch, sind hier auch Kühe, ja, Rinder, sollten wir auf jeden Fall noch mal eine Farm errichten, und zwar mit
Schafen zum Beispiel oder Ziegen. Ziegen geben nur Milch, Schafe geben Wolle und Milch. Wolle könnten wir dann verkaufen, allerdings wären sie hier ganz gut aufgehoben. Das passt jetzt nicht so richtig dazu. Wir haben, glaube ich, einmal hier schon Schafe, ne? Ne, das sind Schweine für Nahrung nur. Ja. Passt das hier noch dazwischen? Leider nicht. Hier gegenüber würde es gehen. In den Wald rein. Das überzeugt mich noch nicht ganz. Hier? Ne, hier ist eigentlich... Hier sehe ich halt so den Stadtbereich. Wobei der auch von den Häfen ausgehen würde. Ach, es ist alles nicht so einfach, liebe Leute. Aber hier hinten ist ja viel. Pass mal auf, dann machen wir hier... gerade schon auch die Häuser bauen. Das passt doch ganz gut, denke ich. Ist dann auch direkt angeschlossen. Und dann müssen wir hier noch eine Straße herumführen. Geht das? Ja, das geht, aber dann leider nicht weiter. Ach, schade. Müssen wir ein bisschen tüfteln mit den Straßen. Straßenführung im Spiel bekanntermaßen auch nicht richtig optimal funktioniert. Und dann könnten wir ja hier runterkommen. Ja, das sieht doch gut aus. Hier anschließen. Was wird hier gebaut? Das Landhaus. Ach so, das war für die Piraten sozusagen. Für unsere Korsaren. So möchte ich sie lieber nennen. Und dann bauen wir hier auch gleich vor das Ding. Passt leider kein weiteres Landhaus hin. Schade, aber dann können wir ja hier an dem Hang hier welche bauen vielleicht. Oder hier in dem Bereich. Ne, wir bauen es mal direkt hinter die Farm. Ja, jetzt müssen wir auch ein bisschen mit dem Geld aufpassen. Und wir wollen natürlich auch die Handelsroute bald mal erledigen. Hier oben ist jetzt die Baracke fertig. Sehr schön. Schauen wir mal, da ziehen auch sofort Leute ein. Plantage. Farm, Plantage, Baubüro, Kapelle. Das scheint zu passen. Also wenn hier was frei wird, scheinen die Leute dahin zu ziehen. Jetzt ist die Frage, haben die vorher in den Hütten gelebt? Plantage, Taverne. Sergei Petrov, den würde ich gerne mal im Auge behalten. Sergei. Wird der hier gleich in so ein Ding einziehen oder nicht? Wir gucken mal, ob er seine Hütte verlässt. Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Ich behalte es einfach mal im Blick jetzt. Dann würde er das ja aufgeben. Monatliches Einkommen 0. Verdienst doch 12 hier. Vielleicht arbeitet er noch nicht lang genug dort. Und die Baracke ist auch schon voll, sehe ich gerade. Ja, okay, dann kann er natürlich auch nicht umziehen. Dann bauen wir noch... Wir haben wieder ein bisschen Geld. Bauen wir noch mal Landhäuser. So wäre es lustig. Guck mal, dann würden die vorne rauslaufen und direkt runterfallen. Die Klippe runterstürzen. Würde irgendwie zu Tropico passen. Wo habt ihr denn die Veranda? Direkt an der Kapelle will ich es jetzt nicht unbedingt haben. Da ist das Holzfällerlager. Da wäre es vielleicht auch nicht das Allerbeste. Ich baue das mal hier so da. Ah, okay, das hat trotzdem dazu geführt, dass die Hütte abgerissen wurde. Wo wohnst du denn jetzt, Sergei? Kann ich helfen? Und du helfen? Ja, ich würde gerne wissen, wo du wohnst, mein Freund. Oder wirst du dir jetzt gleich eine neue Hütte bauen? Sonst müsste doch auf irgendeinem Haus jetzt ein Pfeil sein. Ist das richtig? Hier ist noch niemand eingezogen. Wir haben noch ein Mandat, 2 Jahre lang.
Wie sieht's denn mit der Handelsroute aus jetzt? 1500 Gold bisher exportiert. Die Goldmine ist ja direkt am Hafen hier, von daher sollte es eigentlich ganz gut sein. Da liegt auch schon wieder Gold. Vielleicht erhöhen wir hier mal den Sold, hätte ich beinahe gesagt, das Einkommen, um das ein bisschen zu pushen. So, Sergej, bist du jetzt in die Hütte gezogen? Nein, er ist jetzt in die Baracke gezogen. Da ist ein Platz frei geworden. Woran auch immer das jetzt liegt, dass da ein Platz frei geworden ist. Und wer wohnt hier? Alvaro Benitez von der Plantage und Natascha Kozlowski. Ihr könntet doch zusammenziehen. Hm, wollt ihr nicht? Vielleicht hier sind noch für ein Ehepaar Platz. Hier ist für zwei Ehepaare Platz. Wartet mal, warum? Warum? Ihr seid arm. Ja, okay, das ist... Ja, verstehe ich. Aber warum er dann nicht einzieht, das ist mir nicht klar. Das ist mir nicht klar. Ein Jahr noch dauert unser Mandat. Und hier gibt es keine Arbeiter. Wir brauchen dringend Einwanderer, liebe Leute. Wohnraum ist hier auf jeden Fall gegeben. Vielleicht sollten wir in dem Bereich auch noch mal einen Laden errichten. Ist ja verrückt, warum will da keiner arbeiten? Ihr bekommt hier 15 Geld. Ja, es ist schon verhältnismäßig wenig, das sehe ich wohl ein. Und zu wenige Einwohner. So, die Bauprojekte hier oben sind jetzt alle abgeschlossen soweit. Sind trotzdem immer noch zwei Hütten hier. Ich hoffe, das erledigt sich bald. Hier hinten sind auch noch welche im Wald. Hm, dann lasst uns doch noch weitere Landhäuser bauen, oder? Was bedeutet das, wenn die gelb sind? Da ist Platz drin. Schau mal, die sind beide leer. Trotzdem wohnen die da hinten. Und... Baracken finden sie wahrscheinlich toller als Landhäuser. Hm. Ein Frachter bringt uns 12.000 Dollar. Oder welche Währung auch immer wir hier haben. Und wir kriegen eine neue Aufgabe. Etwas beibringen. Zwei Wohngebäude bauen, ja, das passt doch ganz gut. Machen wir mal weiter mit Landhäusern. Die scheinen jetzt alle belegt. Nee, die sind leer. Wollen die Leute so viel lieber in Baracken wohnen? In einem Jahr läuft das Mandat ab. Wir müssen dringend diesen Handel abschließen. Und hier liegt noch mehr Gold. Was ist euer Problem jetzt? Wir haben hier vorne kein Transportbüro. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Natürlich braucht man am Hafen ein Transportbüro. Das werden wir hier auch direkt hinbauen. Es passt da sehr gut rein, finde ich. Und wir werden dem hohe Priorität zu weisen. Zum Glück gibt es ja das Baubüro gleich in der Nähe. Die können sich also hierum kümmern. Und dann werden wir parallel mit den Wohngebäuden weitermachen, die hier eingefordert wurden von Penultimo. Tja, ich baue tatsächlich hier oben bei dem Laden nochmal eine Baracke hin. So. Mal gespannt, ob die jetzt dann rausziehen. Natascha und Alvaro wohnen da immer noch. Ach, die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Tatsächlich. Wie ich ihn vorgeschlagen hatte. Kommt, Leute, es ist jetzt wichtig, dass ihr das Ding hier baut. Stadtentwicklung. Nee. Das lohnt sich für uns nicht. So teuer sind die Gebäude ja noch nicht. Wenn wir dann vielleicht Villen bauen, wäre das was anderes. Kosten die 1200. Müssen wir auch erst freischalten. Die Zahl der Revolutionäre hat etwas abgenommen. Das ist okay. So, Transportbüro ist fertig. Jetzt schauen wir mal, wie schnell hier Leute zum Arbeiten kommen. Mein 8 Dollar ist nicht viel, ne?
Wir gehen hier mal höher. 23. Ach so, ja klar, das multipliziert sich natürlich jetzt mit den Arbeitern. Und die zuppeln sofort los, um das Gold abzuholen, wenn ich das richtig sehe. Da stehen auch schon 3 Paletten. 2 holt er ab. Kokosnüsse, Felle und Zucker sind eingelagert momentan. Ja, denn die Handelsroute brauchen wir jetzt dringend. Wir haben nur noch ein Jahr lang das Mandat. 1500. Und Milch haben wir noch überhaupt nicht exportiert. Das wird vermutlich lokal aufgebraucht. Wir verbieten mal den regionalen Konsum von Milch. Und bauen parallel noch zusätzlich eine weitere Farm mit Ziegen. Weil Ziegen ja ausschließlich Milch geben. Mal hier einen freilassen. Wir lassen mal einen frei. Das sieht doch ganz gut aus. Dann kriegt ihr noch eine kleine Straße hier rein. Und dann kommen wir da noch 2 Landhäuser bauen. Auch wenn die, oder eins zumindest, auch wenn die anderen hier noch gar nicht belegt sind. Was mich total verwundert, ehrlich gesagt. Aber naja. Dinge sind, wie sie sind. Hier wohnt auch niemand. Die Piraten sind irgendwo anders hingezogen. Und was ist überhaupt mit der Beute, sagt mal? Piraten kehren zurück von... Viele retten, aber das ist auch gut. Mehr Arbeitskräfte für unsere kleine Kolonie. Da liegt immer noch ein... Einmal Gold rum. Wo zuppelst du denn jetzt hin? Plantage. Das muss aber ein weiter Weg sein. Plantage. Wir haben jetzt hier 324 Gold. Das ist nicht viel, ne? Jetzt einen Drink. Du arbeitest. Du wohnst hier. Wo wohnst du? Da oben. Okay. Tut mir leid. Heute bitte nicht. Wohnt auch da oben. Verlaufen? Wohnt hier unten. Sie? Kann ich helfen? Und hier. Hier wäre auf jeden Fall noch deutlich Platz zum Wohnen. Wir schauen mal. Haben wir hier schon eine Taverne am Hafen? Ist auch immer sowas Typisches, wo Seefahrer und so weiter erstmal in die Taverne gehen. Ich quetsche die tatsächlich mal hier so dahinter, oder? Wie würde das so passen zu so einer Hafenspelunke? Machen wir das mal, um hier die Zufriedenheit zu erhöhen. Und dann als nächstes auch einen kleinen Laden, denke ich. Die Frage ist nur, wohin genau? Wohin, wohin, wohin? Wenn wir hier unsere Industrie entwickeln wollen, eigentlich in dem Bereich auch. Ich will irgendwann diese Baracke wieder abreißen. Dahin? Würde das aussehen? Ja, machen wir ruhig mal. Wir sollten ja eigentlich die Leute hier aus dem Baubüro jetzt zügig ans Werk gehen. Wir haben Leute gerettet, aber nur noch 11 Monate Mandat. Jetzt wird's langsam... wird es brenzlig. Knapp 2000 von 3000 Gold jetzt exportiert. Hier liegt noch Gold rum. Das Problem ist jetzt, dass die Leute alle viel zu weit weg wohnen. Und wie ist es mit der Milch? Da haben wir noch gar nichts wahrscheinlich erledigt. Können wir hier schon was verbessern? Leider nicht. Präsident, eure politischen Manöver sind legendär.
Entschuldigt mich, ich werde ein paar Notizen machen. Vielen Dank, Penultimo, vielen Dank. Bürger wollen so nah wie möglich am Arbeitsplatz leben. Sie wohnen lieber in Hütten als zu weit weg von ihrer Arbeit. Also die Nähe zum Arbeitsplatz ist schon wichtig. Dann wäre ja die Frage, wenn sie jetzt in einem Ehepaar sind und beide weit auseinander Arbeitsplätze haben, wonach entscheidet sich das? Zu welchem der beiden Arbeitsplätze sie näher wohnen wollen. Aber okay, wir haben diesen kleinen Auftrag abgeschlossen. Ich glaube, der bringt eigentlich gar keine extra Boni oder so, aber das ist okay. Das mit der Handelsroute macht mich langsam nervös. Wir haben noch überhaupt keine Milch exportiert. Wir könnten eine weitere Lizenz kaufen und dann, komm, das machen wir mal. Und noch was anderes exportieren. Was schnell geht. Fleisch, Gold, Kohle, Mais, Tabakko. Fleisch wäre wahrscheinlich die beste Option. 625, das können wir super schnell erledigen, denke ich. 550 haben wir schon drin im Lager. Felle, Ananas, ja. So, die Taverne ist fertiggestellt. Jetzt bin ich gerade beim Fischereihafen. Wo aber dankenswerterweise wieder jemand arbeitet. Nur in der Taverne arbeitet noch niemand. Vielleicht brauchen wir eine weitere Baracke für unsere Hafenarbeiter. Dann sollte die Zufriedenheit doch relativ bald hier steigen, denke ich zumindest. Vielleicht brauchen wir aber auch noch eine Kapelle. Ja, die werden richtig, wow, richtig nachgefragt sind die. Und für die koloniale Zeit, denke ich, ergibt es ja auch ganz gut Sinn, noch eine Kapelle zu errichten. Dann bauen wir die mal hier rüber. Und wir sind schon wieder über der 20-Minuten-Marke, liebe Leute. Das bedeutet, bald ist hier Schluss mit dieser Folge. Die Frachter fahren hier fleißig. Hier hinten sind unsere Korsaren unterwegs, die momentan gebildete Menschen suchen. Oder sind sie gerade unterwegs? Ja, sie sind gerade unterwegs, Beute zu machen. Sehr gut. Um diesen Auftrag von den Revolutionären abzuschließen. Jetzt arbeitet auch hier jemand in der Taverne. Das ist sehr schön. Im Hafen, im Laden, der allerdings noch keine Waren zur Verfügung hat. Und wir haben eine weitere Baracke errichtet. Jetzt dürfte das doch hier mit der Zufriedenheit langsam besser werden. Wie sieht's aus mit... Immer noch keine Milch eingelagert. Aber Fleisch, 1050. Also sobald der Frachter ankommt, wo ist er denn? Sollten wir zumindest die Handelsroute hier erledigt haben. Und es wird super knapp. Wir haben noch 6 Monate Mandat. Also die nächsten Aufträge von der Krone müssen wir super schnell erledigen. Wenn wir hier Gouverneur werden wollen, bleiben wollen. Ich weiß gar nicht, habt ihr den Sound gerade gehört? Ich dachte, ich hätte den Sound für Screenshots ausgeschaltet. Wollte gerade mal für den Thumbnail ein Foto machen. Nun gut, der Frachter legt an. Na, macht er jetzt eine 90-Grad-Kurve? Ja, tatsächlich. Aber mit den Schaufelrädern sollte das ja mehr oder weniger möglich sein. Leider drehen sie sich in der Animation nicht. So. Die Handelsroute ist abgeschlossen. Sehr ich gut. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Ja, das stimmt. Wir nehmen auf jeden Fall die Verlängerung der Mandatszeit an und dann können wir eine neue Handelsroute starten. Tabak, Rum, die sind gerade ganz gut. Planken
Haben wir denn schon ein Sägewerk gebaut, liebe Leute? Wir haben ja Holzfäller, ne? Hier haben wir Holzfäller. Und hier oben haben wir Holzfäller. Und die produzieren Baumstämme. Und ich glaube, wir haben noch gar kein Sägewerk errichtet, das ich ganz gerne in der Nähe des Hafens hätte, wobei das auch Sinn ergeben würde, es nah an diesen beiden Holzfällerlagern zu bauen, aber vielleicht auch nicht direkt da in diesen Wald rein. Hier ist ja auch noch mal viel Wald. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, ist nicht mehr so gut, ne? Könnte hier noch ein Holzfäller-Lager bauen und dann das Sägewerk daneben. Das wäre noch eine Option. So weit weg möchte ich jetzt hier oben nicht gehen momentan. Ja, oder in diesem Bereich noch mal Holzwirtschaft. Ja, komm, das machen wir. Wir machen ein kleines Holzwirtschaftsbauprogramm. Bauen hier zwei Holzfällerlager hin. Schließen die aneinander an. So. Führen die Straße hier runter, die sich mal wieder nicht gerade verbinden lässt. Warum auch immer. Und bauen dann hier auch das Sägewerk direkt in die Nähe. Das gefällt mir sehr gut und die bekommen natürlich auch noch eine Baracke als Wohnhaus dazu. Ein kleines, ja, Holzwirtschaftsgebiet in dem Bereich. Hier drüben haben wir nochmal Holz und hier unten haben wir nochmal Holz. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dann könnten wir mit den Planken weitermachen, sobald das Sägewerk gebaut ist. Ja, das ist aber natürlich noch nicht der Fall. Vielleicht können wir noch was Kleines dazwischen schieben. Jetzt muss ich mal eben gucken. Im Eimer nach. Können wir da sehen? Zufriedenheit brauche ich jetzt gerade nicht. Wirtschaft. Was haben wir denn hier? Die meisten Einnahmen im Export haben wir mit Gold gemacht. Dann Kokosnüsse, Fleisch, Ananas, Fisch, Zucker, Felle, Zucker. Zuckerrohr haben wir eine Plantage nur. Zucker. Zucker haben wir zwei. Ananas, Schwein. Drei Zuckerplantagen. Und wie sieht das hier mit Lagerbeständen aus? Ja, da liegt auch nicht so viel. Aber Zucker scheint momentan nicht so wertvoll zu sein. Plus 9. Dann machen wir nochmal so eine winzige, so eine 675er Handelsroute. Sehr schön, liebe Leute. Und mit diesem Blick auf unseren Hafen und das Schiff, das uns hier gerettet hat. Im wahrsten Sinne des Wortes beenden wir dann diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kriegt ein bisschen Tropico-Feeling mit ab. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Jan.